Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Minecraft Pocket Edition. Jetzt in 60 FPS. Ja, wenn ihr das Video schaut in 1080p oder 720p, dann könnt ihr es wirklich ohne Scheiß in 60 FPS angucken. Jetzt rennt der hier wieder nicht richtig und der Creeper wäre schon wieder fast hier explodiert. Ach Mann. Und ja, ich hoffe, es läuft jetzt alles noch ein bisschen flüssiger. Mensch, Pocket Edition Let's Play. Minecraft Pocket Edition Let's Play in 60 FPS. Ja, nice. Ich freue mich, dass ich das jetzt endlich so aufnehmen kann. Ja. Das ist auch das Einzige, was ich mit der Elgato 60 hinbekomme. Alles andere beim PC aufnehmen funktioniert mit dieser Scheiße nicht. So, sorry, dass ich davon gerade gelabert habe. Aber wollte ich nur mal kurz anmerken. Könnt ihr jetzt in 60 FPS schauen? Oh, was ist denn für ein Geräusch hier, lol. Ja, was ich euch mal sagen möchte, ich habe mir für diese Folge Folgendes gedacht. Wir werden in dieser Folge, was ist denn jetzt mit dem hier los? Mensch. Oh, diese ganzen Scheißviecher nerven mich gerade so richtig. Kann es nicht mal wieder Tag werden? Ja, es wird gleich Tag, ganz ehrlich. Na, wobei, die ganzen Viecher, wäre vielleicht auch gar nicht mal schlecht, wenn wir die mal eben kurz angreifen, weil, die Rüstung lasse ich da nochmal liegen, weil, ganz ehrlich, wir brauchen Experience. Komm her, Skelett. Ich hab keinen Bock, mal da hinzurennen. Skelett, komm her. Ich hab keinen Bock, mal, dann sind die ganzen anderen Viecher dann auch und das ist mir dann wieder zu blöd. Wir brauchen nämlich, ist wichtig, dass wir wieder, noch wie lange, achso, der hat eine Lederrüstung angehabt, so eine blöde. Ist ja wichtig nun, ne, dass wir auch ein paar Experience wieder kriegen. Wir sind schon wieder über Level 10. Irgendwas wegwerfen nochmal eben kurz. Und dann müssen wir nochmal sehen, dass wir das Dorf nochmal ganz kurz erkunden. Was schmeiße ich denn mal weg? Boah, ich will nicht, dass uns jetzt hier ein Viech von hinten erwischt. Das wäre es ja auch noch. Ja, was werfen wir mal weg? Müssen wir jetzt was wegwerfen? Eigentlich nicht, oder? Ich meine, ganz ehrlich, die Rüstung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nee, so. Ja, was ich mir für diese Folge gedacht habe, ist Folgendes. Erstmal noch sorry für das, was da vorletzte Folge passiert ist. Das war einfach scheiße. Aber ich meine, passiert nun mal. Man stirbt auch mal in Minecraft und ich habe mich wirklich ein bisschen kindisch verhalten. Muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen. Aber ja, ist jetzt so. Und ja, ich möchte in dieser Folge nochmal dieses Dorf eben kurz ein bisschen abklappern. Und den Wüstentempel möchte ich allerdings noch nicht angucken. Ey, Bra, was bist du für ein Arschloch? Um das mal eben kurz zu verdeutlichen, wieso das denn so ist. Ich möchte einfach jetzt nach Hause gehen und die Kühe züchten, anstatt hier überall Kühe suchen zu gehen, denn ich bin auch echt ein bisschen blöd, ne? Ich meine, es ist doch viel einfacher, ich gucke nicht wundern, ich gucke nochmal kurz die ganzen Häuser nach, ist doch viel einfacher, was macht der, was machst du denn jetzt hier? Ist das dein Ernst? Es ist doch viel einfacher, Kühe zu züchten und dann, wenn's, oh, das war jetzt auch ein richtiger Critical Hit. Und wenn es dann Babykühe gibt, die lassen wir im Leben und die anderen, die Erwachsenen, die Kühe, die müssen wir dann halt umnageln, sage ich mal so. Und das sind aber jetzt keine, sind das auch Zombies? Scheiße, das sind doch auch, das sind doch Villager-Zombies, oder? Glaube ich zumindest, und zwar, guck mal, sieht zumindest so aus, oder? Oder nicht? Keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht. Naja. Und naja, wie gesagt, Kühe züchten wäre die bessere Idee, denke ich mal. Da könnten wir nebenbei auch noch ein paar andere Dinge machen, so im Haus weiterbauen, anstatt die ganze Zeit nur, ja, wie heißt, anstatt die ganze Zeit nur Kühe suchen, das ist ja auch ein bisschen blöd. Und ja, wie gesagt, möchte ich gleich zurückgehen. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Da hinten ist glaube ich eine Kuh, oder? Ja, da hinten ist eine Kuh, das ist super, aber da gehen wir jetzt noch nicht hin. Ich, wie gesagt, ich gucke die ganzen Häuser mal so nach, aber ich glaube, das war es hier auch schon fast wieder. Das Feld, warum nehme ich das Feld nicht mit? Das hat einfach den Grund, weil wir haben ein eigenes Feld und das ist schon proppevoll. Ich meine, das müssten wir erstmal vergrößern, um da noch mehr anpflanzen zu können. Und was hier angepflanzt ist, haben wir bei uns auch angepflanzt. Von daher sehe ich da jetzt nicht so einen großen Sinn drin, dass wir da hier irgendwie das Feld mitnehmen. Wollte ich nur nochmal so gesagt haben, für alle, die sich jetzt wundern irgendwie, macht denn der Brand da? Ja, also ich glaube, das war schon. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen. Das ist ja witzig. Also so riesig ist das jetzt ja nicht gewesen. Also da ist noch ein kleines Häuschen, glaube ich. Da war ich noch nicht drin. Glaube ich zumindest. Ich weiß, da war eine Kuh, die wir die ganze Zeit suchen. Ja, also Schmiede scheint es hier nicht zu geben. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts übersehen. Das wäre richtig blöd jetzt. Mensch, Kuh, so. Jawohl, 8 Leder. Boah, was ist denn jetzt los? Das gibt's ja gar nicht. Und jetzt kriege ich mit einmal, finde ich hier mit einmal so viel Leder, oder was? Ihr wollt mich doch verarschen, ihr Scheißkühe. War das jetzt die eine Kuh, die ich eben gesehen habe? Nee, ach, guck mal, also noch 2 Kühe. Wenn die jetzt auch noch jede Kuh noch Leder droppt. Okay, die hat nur Fleisch gedroppt. Ist, glaube ich, auch nicht mal so verkehrt, oder? Wollen wir das Holz hier wegwerfen, mal eben? Ich crafte da draus mal eben kurz noch ein paar Sticks, würde ich mal sagen. Zack. Zack. Und ja, jetzt haben wir es aufgenommen. Perfekt. Und, ja, wir haben 8 Leder. Nice. Wo ist die andere Kuh? 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 Hier irgendwo, oder? Ich habe doch eben die da, genau hier. Tralalalalalala. Also ich meine, so hässlich ist die Landschaft jetzt auch nicht, ne? Ist eigentlich schon schön. 10 Leder, geil. Geil, Alter.
Und wisst ihr was? Wir haben ja auch Bücher, ne? Wir können doch Bücherregale schon machen. Ey, Idiot, Alter, wir haben 63 Bücher. Ich brauche gar kein Leder mehr suchen, oder? Wir können doch, wir brauchen nur noch Holz und können dann Bücherregale craften. Geil, Alter. Nice. Huch, was ist denn jetzt los? Ist gerade ein Creeper explodiert? Ach du Scheiße, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ja. Was willst du machen? Ist jetzt so passiert? Ich fress mal irgendwie kurz, damit unser Life sich wieder regeneriert. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie mache ich das jetzt mit. Wie mache ich das jetzt mit. Dem Wüstentempel? Ich glaube, den erkunde ich jetzt noch nicht, den wir da noch gesehen hatten. Das tut mir sehr leid, aber ich möchte es ein bisschen spannend halten. Ich möchte erstmal wieder nach Hause zurückgehen und mit den Verzaubern anfangen, auch wenn wir jetzt Level 11 sind. Ich meine, wir killen schon noch ein paar Viecher und so. Aber ich möchte wirklich. Yo, Experience, schon bei Level 12, geil. Ich möchte wirklich jetzt erstmal nach Hause gehen. Den Tempel, den können wir uns später nochmal aussparen. Ich hoffe, das ist so in Ordnung für euch. Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm für euch. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Wie gesagt, aber dann wird sich das wieder so hinziehen, dann würde ich den wieder so blöd suchen, weil ich einfach zu dumm bin, immer diese scheiß Dinger da zu finden. Ich war schon zu dumm, den unsere Items wieder zu finden. Muss ich erstmal ein Video anschauen hier. Und, also mein letztes Video muss ich da erstmal anschauen, ne? Huch, ach du Scheiße. Warum brenne ich ihn jetzt? Hä? Lol? Was? Was? Komisch. Ich habe später gebrannt, als das Viech mich gekriegt hat, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, weißt du was, ich bin immer zu blöd, dann hier, dann dauert das alles so lange. Wenn ich jetzt noch zum Wüstentempel wieder hingehen würde, würde das wieder tausend Jahre dauern. Ich meine, da hinten ist ja der eine Wüstentempel, dahinter war, glaube ich, aber auch noch ein Dorf, ne? Oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich, dann zieht sich das wieder alles so hin, wir latschen nur rum. Ich möchte auch am Haus weitermachen, ne? Und ganz ehrlich, ich kill's hier ein paar Viecher. Ich meine, wir müssen uns wieder aufbauen mit den Experience und die scheiß Viecher sollen. Was ist das denn? Sollen wissen, mit wem wir sich angelegt haben. Lol, was ist das denn hier? Oh, nein, ich wollte hier nicht rein. Was? Was? Dein Ernst? Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Eine Mine? Was? Wieso ist hier eine Mine? Warum zur Hölle ist hier eine Mine? Ach du Scheiße, ich glaube, da ist da Lava drüber. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig, ne, weil ich glaube, ist hier Lava drüber? Das sind so komische Dinger, kommen doch hier mal runter. Du Scheiße, ist nicht dein Ernst gerade hier, oder? Das ist nicht dein Ernst. Geh ich jetzt auch mal nicht hin. Tut mir leid, ich hoffe, ich kann mir da verzeihen. Wie gesagt, es geht so viel hier zu erkunden, ne? Aber das ist ja jetzt eigentlich hier nicht so die Erkundungstour. Ich wollte ja eigentlich keine Erkundungstour machen, ich wollte nur ein bisschen Kühe suchen, was sich jetzt ja eigentlich schon erledigt hat, ne? Wir können wahrscheinlich mit Verzaubern anfangen. Oh Mann, ich hoffe, ihr könnt mir das echt gerade so verzeihen, dass ich jetzt hier nicht alles abklappere, aber ich will einfach nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Was ist das denn hier? Sticks, Leute, warum liegen hier Sticks rum? Merkwürdig. Ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Warum liegen hier Schienen rum? Willst du mich verarschen? Warum liegen hier Hä? Ist irgendwie, muss der Map Generator hier gefailt haben. Und Alter, was ist das denn? Wolltest du mich verarschen jetzt oder was? Was ist das? Geil! Also, aber willst du mich verarschen? Was ist das? Gehen jetzt ab hier? Und wegen Kürbiskerne. Und ein verzaubertes Buch. Oh, Alter, sag mal, will mich das Spiel gerade trollen? Aber was ist hier los? Also, ohne Scheiß, ich habe das wirklich jetzt hier nicht hingebaut. Und, da auch noch, was ist denn? Was ist denn das hier? Na gut, wir waren hier die ganze Zeit immer nur, wenn es dunkel war. Deswegen habe ich es wahrscheinlich nicht gesehen. Aber was ist das hier? Genau, ich lasse die Diamanten jetzt da nehmen, dafür das Buch mit. Nein, natürlich nicht. Was lasse ich mal da? Bevor es hier wieder Nacht wird. Es wird auch schon bald wieder Nacht bestimmt, ne? Was lasse ich denn jetzt mal da hier? Was brauchen wir jetzt nicht unbedingt? Oh, ich kann mich immer nicht entscheiden. Ganz ehrlich, ich fresse mal ein bisschen von diesem komischen 5 Rindfleisch, da diesem rohen Kram. Bis wir unseren Hunger hier gestillt haben, dann lasse ich die einfach, die restlichen zwei, die lasse ich dann in dieser Kiste da liegen. Bei Minecart könnten wir auch mitnehmen eigentlich. Hier, guck mal, hier die zwei, weil ich meine, wir haben noch 21 Steaks. Was ist aber das Buch? Ich schaue mir mal, wenn wir zu Hause sind, an, was das für ein Buch ist. Jetzt noch neben, muss ein bisschen spannend bleiben. So, mal ganz ehrlich, komm, was wollte ich jetzt noch? Achso, ich wollte mal überlegen, ich weiß nicht, soll ich die Schienen mitnehmen? Oder soll ich die Schienen hier lassen? Ich glaube, ich lasse das einfach mal hier. Was ist denn? Willst du mich verarschen hier? Und hier Sand in der Luft? Ist da eine Kiste? Ich habe doch da schon wieder eine Kiste. Alter, willst du mich verarschen? Was ist das? Und seit wann gibt es so viele davon? Oh, Diamanten! Melonenkerne und dafür haben wir keinen Platz mehr. Alter, was ist denn hier los? Ich verstehe es nicht. Hier Steine lasse ich jetzt mal im da. Steine haben wir genug. Oder Erde, nee, ganz ehrlich, Erde haben wir genug. Erde haben wir wirklich genug. Hier so. Ich lasse aber, glaube ich, erstmal den Rest hier, also hier den Karren und so. Das ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn hier los? Warum sind hier so. Warum sind hier Minenschächte? Muss doch ein Bug sein, oder nicht? Ach genau, und von da sind wir, glaube ich, da sind wir irgendwo eben schon lang gelaufen.
Soll ich den Minecart, soll ich das jetzt mitnehmen? Nee, nee. Und ich schien das jetzt auch mal hier, ganz ehrlich. Könnt ihr mir da verzeihen? Könnt ihr mir da verzeihen? Bitte verzeiht mir da. Weil ich wüsste nicht, was ich jetzt noch da ist. Ist auch irgendwann mal gut. Ich, ja, wie gesagt, ich wüsste jetzt wirklich nicht. Könnt ihr jetzt noch die Steine da lassen? Ganz ehrlich, ich mach das jetzt mal. Ich mach das jetzt mal. Ich lasse die Steine da. Die Minecarts lasse ich da. Die können wir uns mit Eisen craften. Und schien ja eigentlich auch, ne? Wo ist jetzt hier? Ich brauch mal eben kurz hier eine Spitzhacke. Um hier. Hä? Ja, jawohl. Jetzt habe ich das Minecart abgebaut. Komm, irgendwas lassen wir noch da. Ja, komm, den ganzen Kram so da liegen lassen. Kisten brauchen wir nicht unbedingt. Ich lasse jetzt nochmal da die Werkbank. Ja, die Werkbank, ohne Scheiß. Ich lasse die Werkbank jetzt einfach da. Wir müssen uns nichts mehr craften, jetzt ohne Witz. Und nehme dafür, nein, nicht die Steine wieder auf. Ich nehme jetzt ein paar Schienen mit. Aber ich weiß nicht, was jetzt eine gute Idee. Meine Fräse, nun beruhig dich mal hier. Ich nehme ein paar Schienen, nehme ich jetzt, glaube ich, einfach mal mit, so eiskalt. Einfach, dass wir ein paar Mal haben. Aber ich glaube, das bedauert zu lange, wenn ich jetzt hier wirklich alle mitnehmen würde. Und deswegen sind wir nicht hier eigentlich. Was mache ich eigentlich für Mist? Wir müssen mal wieder zurück jetzt. Nee, weißt du was? Ich gehe jetzt noch eben bis hierhin, dann reicht das auch erstmal. Dann haben wir, meine Fressen, haben wir jetzt 12, 13 Schienen oder sowas. Sind da hinten noch viele Schienen, die wir noch mitnehmen können? Ja, ist mir jetzt Wars. Ich nehme jetzt nicht die ganzen Schienen mit. Ist mir jetzt echt zu blöd. Ist mir jetzt echt zu blöd. Und ich gehe auch nicht zum Wüstentempel, das zieht sich alles viel zu viel in die Länge. Wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, dass ich nochmal, wenn ihr wollt, dass ich nochmal in den Wüstentempel gehe, in dem wir noch nicht waren, in das Dorf, was da noch war, also in dieses Kastdorf, und wenn ihr wollt, dass ich hier diesen Minenschatten nochmal erkunde, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann mache ich das natürlich. Aber erstmal gehe ich nochmal zurück. Wie gesagt, ihr schreibt das bitte in die Kommentare, dann werde ich das sofort machen, wenn das viele schreiben, wenn das die Mehrheit schreibt, sage ich mal. Aber ansonsten, das ist doch nicht dein Ernst hier. Ansonsten, ja, ansonsten würde ich aber wirklich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder zurück nach Hause. Kompass in die Hand nehmen, sonst finde ich nachher nie wieder zurück. Ach ja, und dann hat mir noch, hier, wer von euch hat das noch geschrieben? Der Enricos LP-Kiste hat das geschrieben und da, guck mal, oh noch, lol. Enricos LP-Kiste hat das geschrieben, wir müssen irgendwie anders hier zurück. Und der YouTuber Erich mit einer Raute davor, also im Hashtag, hat mir das auch geschrieben. Jetzt, oh, wie, gibt's noch nicht. Ja, das ist hier in diesem Mesa-Biom, ich glaube, das ist doch das Mesa-Biom, heißt es doch, oder? Dass es hier ganz viel Gold geben soll, was man abbauen kann. Da muss ich gleich nochmal schauen. Menschen rennen hier, ich will aus dem Scheiß-Biom immer raus, ich mag das nicht, ohne Witz. Es ist zwar schon irgendwie witzig so und, aber ich mag das irgendwie nicht. Ich finde das, ehrlich gesagt, ein bisschen hässlich, ohne Scheiße. Also was bauen, was bauen möchte ich mir nicht. Ich meine so an sich, so geformt, wie das, also wie das hier so geformt ist, das sieht eigentlich schon ganz nice aus, aber das so die, das, Material gefällt mir gar nicht, muss ich mal jetzt echt dazu sagen. Kurz ein paar Steaks fressen. Das muss wirklich nicht sein unbedingt, ist nicht so meins. So, ich möchte mich ein bisschen woanders dann nochmal runtergraben und nachschauen. Ja, ganz ehrlich, weil das jetzt auch nicht so meins ist, ich glaube, das lohnt sich jetzt auch nicht, wenn wir hier ein paar Steine abbauen würden oder hier diesen roten Sand mitnehmen würden. Ich wüsste jetzt nicht, was wir damit machen sollen. Gibt es da irgendwas, was man damit machen kann? Ihr könnt es natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ich werde mich da auch nochmal schlau machen, aber ich gehe jetzt erstmal zurück. Ich sammle jetzt erstmal nichts weiter. Wir haben erstmal genug, ich möchte mich jetzt erstmal aufs Verzaubern konzentrieren, wir haben noch so viele Baustellen. Wir haben immer noch Zeit genug, wir können ja jederzeit zurückgehen. Wenn ihr wollt, dass ich jetzt zurückgehe, dann gehe ich auch sofort zurück, also sofort im, nachdem ich das gelesen habe und dann die nächste Aufnahme mache, dann werde ich sofort hier zurückgehen, dann macht euch bitte keine Sorgen. Aber erstmal reicht das jetzt wirklich, es wird schon wieder Nacht, das gibt's nicht. Ich möchte in dieser Folge noch nach Hause wenigstens, dass wir da schon mal wieder sind. Und Alter, wir können bestimmt schon verzaubern. Und haben auch irgendwelche Hiopais geschrieben von euch. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich meine, ich habe mich echt gewundert. Dann ganz viel geschrieben, ey Brand, du brauchst doch gar nicht, du brauchst doch gar keine Bücherregale. Was hast du denn da gemacht für ein Mist? Ja, wieso brauche ich denn keine Bücherregale? Na klar brauche ich 15 Bücherregale. Und auch in den Ecken, da haben auch welche geschrieben, du brauchst das doch nicht in den Ecken. Ich gucke hier gerade noch wegen dem Gold so ein bisschen, ob wir uns irgendwo runtergraben können. Also, eine Hexe? Was? Ach du Scheiße. Hä? Was? Was? Oh, Junge. Scheiße. Das weiß ich gar nicht. Ja, scheiß auf die Hexe. Nee, ich möchte aber eigentlich noch hin. Oh, nee, es wird eh Nacht. Warte mal. Nee, ganz ehrlich, Leute. Ich weiß, es gibt viel Gold da. Es gibt viel Gold da. Habt ihr mir auch geschrieben, Junge Brand, es gibt da viel Gold. Wirklich sehr nett von euch gewesen, der Tipp. Und ich meine, hätte ich jetzt eigentlich auch gerne mal geschaut, wie viel Gold es da wirklich gibt. Aber ich verlasse jetzt erstmal die. Ich habe keinen Bock, es ist schon wieder Nacht. Jetzt sind die ganzen Viecher wieder. Ich habe im Moment echt gar keinen Bock auf die Monster. Aber ausschalten ist auch blöd. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm für euch, dass ich da jetzt mit dem Gold nicht geschaut habe. Ich habe es registriert und wir können da immer noch wieder hin zurückgehen. Und ja,
Wie gesagt, nochmal wegen Verzaubern haben wir hier ja geschrieben, Brand in den Ecken, brauchst du keine Bücherregale, du brauchst überhaupt keine Bücherregale. Warum schreibt ihr sowas? Das stimmt doch gar nicht. Na klar, wenn ich mit hohem Level verzaubern möchte, wo ich wahrscheinlich dann auch bessere Verzauberungen kriege, zum Beispiel mit Level 30 verzaubern möchte, anstatt nur mit Level 5 oder 7 oder so, dann bessere Verzauberungen kriegen möchte, dann muss ich da 15 Bücherregale rumstellen. Ist so, Leute. Ich hoffe mal, das stimmt jetzt auch so. Es haben ganz wenige geschrieben, ja, da hast du recht, Brand. Und die meisten haben geschrieben, das ist ja, was machst du denn da für einen Scheiß? Du brauchst Lapis. Lapis brauche ich auch, ich weiß, da habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Scheiß Lapis, stimmt. Aber Lapis haben wir doch ein bisschen, glaube ich. Jetzt können wir sowieso noch nicht auf hohem Level verzaubern, weil wir erst Level 12 sind. Oh, shit. Ja, wie wäre es, wenn wir jetzt dort bei unserem Zuhause ein bisschen gegen Viecher kämpfen? Sag mal, ist hier schon wieder... Ist das hier schon richtig? Nee, das ist noch nicht richtig hier, oder? Oh nee, Junge. Oh, scheiß Viecher. Ich fahre mal ein bisschen woanders lang hier. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock jetzt hier gerade auf die scheiß Mistviecher. Warum muss das denn jetzt wieder Nacht sein hier? Warum? Was ist das da hinten? Es sieht mir aus nach ein Laberbrunnen oder sowas. Lol. Ach, wegen dem Boot mit dem Kaputtmachen, da habt ihr mir auch geschrieben, ey Brand, du musst, wenn du im Boot sitzt, dann kannst du es kaputt hauen. Das möchte ich gleich mal testen, wenn ich hier bin und wehe, irgendwie, ich komme hier wieder, dann flippe ich aus. Warum sieht denn das Boot jetzt so anders aus? Ach, das ist, glaube ich, auch so ein Eichen, also so ein Birkenboot, oder? Wie war das noch? Lange drücken hilft nicht, und wenn ich hier reinhaue, aber ihr habt mir doch geschrieben, so muss man das machen. Und ich hätte das auch gedacht, bis das wackelt, aber das wackelt nicht. Was ist das denn für ein Mist hier? Oh, ist mir jetzt auch scheißegal, ganz ehrlich. Sorry, Leute, aber ich guck später nochmal, wie das mit den Booten geht. Das kriege ich schon noch hin. Ich habe es wahrscheinlich nur falsch verstanden. Er hat mir das bestimmt total gut erklärt und ich habe das irgendwie total verkehrt verstanden, wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich so sein. Sorry, aber jetzt muss das gerade echt nicht sein. Jetzt muss das wirklich nicht sein. Jetzt ist mir das Wurst gerade... Ich möchte einfach nur nach Hause jetzt. Ich möchte nach Hause, nach dem, was uns hier passiert ist. So. Na komm. Nun, schneller, ja. Zum Glück haben wir einen Kompass dabei, der jetzt auch mal funktioniert hier, wenn wir nicht im Wasser sind. Das ist ja perfekt, ich freue mich. Jo, natürlich. War da gerade ein Dorf? Nee, oder? Nee, ist kein Dorf. Lol, ich dachte gerade, da wäre ein Dorf. Wieso auch immer, sah so komisch aus. So, wenn wir diese Richtung gehen, dann kommen wir in Richtung Spawn. Alter, wie schnell wir schon wieder Hunger kriegen, was ist denn hier los? Ich spiele übrigens immer noch auch schwer. Ich habe mich jetzt nicht davon abbringen lassen, wegen diesem blöden Creeper da, dass ich jetzt nicht mehr auch schwer spiele. Man stirbt nun auch mal Minecraft. Ich habe mich ein bisschen blöd dann auch angestellt, aber ich meine, das ist jetzt nun mal passiert. Da kannst du jetzt nicht mehr ändern. Es ist so, wie es ist. Unrückgängig mache. Was habe ich denn jetzt hier gelabert für Mist? Ja. Auch toll, dass ich hier zwei verschiedene Schwerter schon angebrochen habe, sage ich mal so. Angebrochen, Leute, wie sich das anhört. Ja genau, oh, der ist mal ganz süß, der Zombie hier. Der ist mal ganz süß. Alter. Oh ja, die blöde Lederrüstung brauche ich nicht. Experience haben wir jetzt alle gekriegt, ich hoffe mal schon. Aber komm, das geht doch wieder schnell. Wir steigen auch schon wieder schnell im Level auf. Es macht euch mal keine Gedanken. Das kriegen wir wieder alles hin. Halb so wild. Ja. Und oh, diese blöden Skelette, die hasse ich ja auch so sehr, ne? Dann schießen die halt immer so schnell ab, ey. Du kannst immer kaum reagieren. Das ist immer voll ätzend. Scharf, lol. Scharf, du bist voll scharf. Brand, nicht lustig. Man muss ich jetzt langlatschen. Ich gehe mal hier irgendwo lang, dass wir hier irgendwie wieder hochkommen. Oh, wir sind ja schon wieder fast bei 20 Minuten. Ich glaub's nicht. Was ist denn hier los? Noch eins. Mensch, wollt ihr mich verarschen? Mann, nun. Dann geht das mal mit dem Schlagen nicht richtig. Das hasse ich ja immer. So, ich latsche jetzt mal hier lang. Und dann einfach gleich mal den Kompass entlang, weil ich glaube, wir müssen hier irgendwie und dann laufe ich einen Creeper in die Arme. Das fehlt ja noch, dass der nächste explodiert und wir wieder tot sind. Das wäre es ja auch noch gewesen hier. Was ist da hinten so hell? Oh, Junge, erschreck mich nicht so. Bloß keiner von hinten jetzt kommen. Mann, dann geht das mal nicht richtig mit dem Schlagen. Ich verstehe es nicht, ich bin da zu blöd irgendwie zu. Unser Haus! Ja, unser Haus. Wenn wir jetzt hier sterben würden, wäre es auch nicht so schlimm, außer dass uns viele Experience flöten gehen. Oh Mann, ich bin mal wieder zu Hause, Alter. Oh, geil, ey. Ich freue mich. Oh, ich freue mich so sehr. Oh, Junge. Ja. Also, wie gesagt.
Ich werde sehen, jetzt mal wegen Verzaubern und ich werde jetzt aber gleich erstmal eine Aufnahmepause machen, weil das sonst zu lang wird wieder hier. Hier ist unser schönes, nee, ist nicht unser Feld, sondern unsere Farm hier. Guck mal, da sind auch die Kühe, warum renne ich jetzt eigentlich hier lang? Unsere Tür ist genau auf der anderen Seite, aber auch egal. Ja, ich freue mich gerade, wieder zu Hause zu sein. Mit fast all unseren Items. Ich weiß nicht, wir haben bestimmt irgendwelche Items jetzt durch diese Creeper-Explosion da verloren, aber... Huch, ach, Mensch heißt das. Jo, Spinne, glaubst du nicht ernsthaft, dass du mich jetzt hier nur abhalten kannst, nach Hause zu gehen? Bei den letzten Metern hier. So. Und drin mit uns, würde ich mal so sagen. Oh Mann, ey, ist das geil. Schluck auf, toll, der ist nicht so geil. Ja. Ich komm da nicht mit drüber hinweg. So. Endlich zu Hause. Endlich zu Hause. Oh Mann. Ich bin so froh. Haben wir noch irgendwas, was wir braten können? Nee. Glaube ich nicht. Doch, zwei Rohs. Hä, haben wir jetzt doch noch zwei Rohs? Habe ich das nicht weggeworfen? Diese zwei rohe Rindfleischdinger da. Lol. Ja, fresse ich nochmal im Kurs ein Steak noch ein paar. Auch toll. Und ja, dann würde ich mal so sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, in der wir dann wahrscheinlich schon die Verzauberung so richtig vorbereiten können und dann müssen wir so noch ein paar Experience erfahren. Und so weiter und so fort. Dann müssen wir halt mal schauen, dass wir in der nächsten Folge, ich habe wie gesagt dann vor, dass ich die Bücherregale crafte, weil ich glaube, das können wir jetzt wirklich machen. Und dass ich dann schon mal wegen Verzaubern da gucke, alles hinstelle und ich meine, dann fehlen uns eigentlich nur noch Experience und dann wäre vielleicht auch nicht mal schlecht, ich schaue nochmal, was ihr noch so schreibt wegen dem Biom, ob wir da nochmal wieder hinwollen und war das ja auch so interessant, weil ich weiß, ich habe jetzt viel zurückgelassen da, den Tempel, das eine Dorf, diesen komischen Minenschacht da, ich habe das alles zurückgelassen, aber einfach nur, weil ich glaube, das wird ja sonst auch für euch zu langweilig, wenn ich da nur schaue oder ich weiß nicht, keine Ahnung, wie gesagt, schreibt es mal bitte in die Kommentare, was ihr so als nächstes sehen wollt. Ich schaue mal erstmal wegen Verzaubern, dass wir wieder Experience kriegen und dass wir auch so ein bisschen weiter das Haus anrichten. Ich muss ja auch nochmal schauen, hier wegen den Lampen. Wenn ich da wirklich Redstone-Lampen reinklatschen möchte, wie ich das denn mache. Weil, um die anderen auszuschalten, muss man das doch irgendwie verkabeln, oder? Ich weiß das jetzt nicht so genau. Und hier müssen wir auch mal sehen, wegen dieser Platte hier. Da würde ich auch gerne mal die Druckplatten, glaube ich, alle rausreißen und dann irgendwelche Wolle-Kram, also irgendeinen Wollteppich-Kram, also Teppiche würde ich darauf machen, genau. Sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Und haben wir noch diese ganzen Lücken zwischen. Müssen wir mal ausprobieren. Und ja, ich sage erstmal vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ciao, Leute, macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, ich muss auch nochmal eben die Diamanten muss ich nochmal eben in Sicherheit bringen. Das, huch, ich kann die Folge nicht beenden, bevor ich die Diamanten in Sicherheit gebracht habe. Geht gar nicht. Das geht gar nicht. Schnell, schnell, schnell. Die will ich jetzt in Sicherheit bringen. Und ja. Gut. Wo ist die Diamantenkiste? Mal sehen. Gestellt. Da, Diamanten. Jetzt haben wir schon 21 Diamanten. Ist das geil. Und Gold brauchen wir aktuell, würde ich mal sagen, noch nichts. Da haben wir, oh, wir haben jetzt auch schon eine ganze Menge hier an Gold. Und ja, Golderz ist Quatsch eigentlich. Und Eisenerz, auch diese ganzen Erzkästen brauche ich eigentlich nicht, weil ganz ehrlich, wir braten das doch sowieso dann. Wir schmelzen das doch sowieso dann. Kiste verschieden wäre auch nicht so schlecht. Ja, wir können Melonen und Kürbisse anpflanzen. Ich glaube, wir haben davon noch gar nichts angepflanzt. Nice. Geil, das ist natürlich perfekt. Und wir haben 50 Knochen, wir können uns auch mal, wir könnten mal Wölfe zählen. Da ist nur die Frage, wo wir da hinlatschen für müssten, dass wir Wölfe finden. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ciao Leute, macht's gut. Und ja, ich bin froh, dass wir wieder zu Hause sind. Wie gesagt, in der nächsten Folge verzaubern, vorbereiten, ein bisschen Experience holen. Und dann schaue ich mal wegen dem Weiterbauen. Ne, da ist ein Creeper auf dem Dach. Ach du Scheiße. Ich gehe mal schnell rein, bevor die gleich runterspringen. Oh, wäre auch noch der Hit. Ja, ciao Leute, macht's gut und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute und yo, ciao, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Würde mich wirklich sehr freuen nach diesen ganzen letzten zwei Fail-Folgen, die wirklich so scheiße waren, wo ich so kindisch war. Das war mir richtig peinlich, als ich die Folge 85 mir vorhin angeschaut habe. Das ist nämlich die aktuell hochgeladene. Die 86 ist gerade noch nicht hochgeladen, wenn ich diese Folge aufnehme. Und ja, gut, dann war's das erstmal für heute. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke, dass ihr meine Videos schaut und yo, wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, halt einen Daumen nach unten, aber bitte konstruktiv in die Kommentare begründen. Ich würde mich selber ein Like freuen und yo, ciao Leute. Tschüss, Sikowski, ich wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.